Und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Odyssey. So, wir werden heute, ich denke mal, ein bisschen in Athen rumlaufen. Wir werden hier eine Fragezeichenrunde machen, ein bisschen das Gebiet erkunden, ein bisschen was freischalten, frei machen von dem Gebiet. Und ja, weil wir nämlich für die Hauptstory, ich glaube, 35 sein sollten. Und wir sind erst 33. Und es würde nämlich hier unten weitergehen. In der Bucht des Hades und ihr seht 35 bis 39. Also, wir sind, glaube ich, ein bisschen zu niedrig vom Level und deswegen machen wir hier jetzt ein bisschen weiter. Machen das Gebiet mal komplett frei. Genau. Könnt ihr vielleicht dann mal den hier da mal killen, damit wir ein bisschen vom Rang aufsteigen. Genau, dann würde ich sagen, machen wir doch hier weiter in Athen. Da haben wir eh nicht groß viel gemacht, muss ich sagen. Okay. Wir brauchen eh ein bisschen Materialien und sowas, damit wir Rüstung verbessern können später. Also wir müssen jetzt ein bisschen Nebenaufgaben auch mal machen. Jetzt haben wir, ich würde sagen, ja, viel Hauptstory gemacht in den letzten Folgen. Jetzt machen wir wieder ein bisschen Nebensachen. Ich denke mal, das wird. Ich mag bloß keine blöden Festungen machen. Ich hasse Festungen. Ja, das nervt mich. Obwohl es jetzt eigentlich eh leichter gehen sollte, weil vom Level her. Neurot Gefängnis, okay. Was müssen wir hier machen? Schatz plündern, Befehlszauber ausschalten. Ja, das dürfte kein Problem sein. Hier sind viele Wachen. Ja, mit den Schilden ist echt blöd. Die muss man wirklich wegziehen. Ich hoffe, dass ihr auch ein bisschen brennt. Wo der blöde Schatz ist. Da ist er. Genau, so wenn wir jetzt die Fragezeichen hier ein bisschen abklappern, abarbeiten. Ist auch eine Quest, was ich sehe. Können wir dann auch mitnehmen. Marmorwerkstatt. Ja, im Prinzip ist es eigentlich immer das gleiche. Befehlszauber töten, Schatz plündern. So. Mal schauen, wo die sind hier. Okay, das schaut aus wie der Befehlshaber. Snacken noch. Und dann schauen wir doch gleich,
ob wir den Schatz hier gleich finden. Ja, das ist der Schatz, sehr schön. So, okay. Was war denn die Quest nochmal? Ich glaube, die Quest, die war mit dem komischen Typen da an dem Platz, oder? Staatsbürgerprüfung. Wir schauen mal. Den wollte ich aber eigentlich nicht helfen, weil das ein Idiot war. Den mag ich nicht. Ich glaube, das war da oben. Das war der Platz da oben, wo der im Eck stand. Hier ist ein anderer. Okay, schau mal, was er zu erzählen hat. Cassandra, du kriegst wohl nicht genug von mir. Ich behaupte nicht, dass ich nicht daran gedacht hätte, aber wir werden uns das für ein andermal aufheben müssen. Was immer du sagst. Ich breche unser Gespräch nur ungern ab, Sokrates. Aber ich glaube, du hast genug für uns beide geredet. Wir sollten dringend eine andere Beschäftigung für deinen Mund finden. Wenn du ihn nur lange genug kennst, wirst du einen kleinen Hauch von Erkenntnis tief hinter seinen überschwänglichen Avancen finden. Ein Kompliment und eine Beleidigung im selben Satz? Der Mann hat wirklich Talent. Du kommst zum perfekten Zeitpunkt. Ich habe einen Freund namens Sophanes, der Athener Bürger werden möchte. Aber er braucht etwas Hilfe. Deine Hilfe. Ich bin gespannt, warum er ausgerechnet meine Hilfe braucht. Jeder Söldner wäre recht, ganz ehrlich, aber du bist mein Liebling. Du musst nur den Namen meines Freundes auf eine Liste schreiben. Es klingt ganz einfach. Sag mir, warum es das nicht ist. Es gibt ein kleines Problem. Du musst ins Metroon, das du nicht betreten darfst, und du musst den Namen gut genug fälschen. Also versucht er auf illegalem Weg ein Bürger zu werden. Das hättest du sagen sollen. Ich versuche nächstes Mal daran zu denken. Das Gebäude, das du suchst, ist in der Nähe der Agora. Pass auf dich auf. Ich spiele weder auf verwirrende noch andere Weise. Du hast eine Frage beantwortet. Okay, schauen wir doch mal. Schon wieder einfach so normal reinkomme. Befehlsserver, Kriegsvorräte, okay. Hoffen wir, dass mich niemand bemerkt. Läuft. Eieiei. Okay, dann zwei Schätze, dann brauchen wir noch den Kriegsvorrat. Der ist da hinten.
Okay, wir haben eine Eroberungsschlacht. So, wir brauchen jetzt noch einen Schatz. Wo ist der? Mit vier. Ah, nee, der ist da drinnen irgendwie. Wie komme ich da rein? Hier geht's doch gar nicht rein, oder? Ist auf der anderen Seite. Okay, hier. Okay, dann machen wir gleich die Quest weiter. Der Name ist drauf. Jetzt wieder zurück zu Alcibiades. Okay. Das ist eine schöne Quest, die geht jetzt schnell. Alter! Alter Schwede! Ich bin schon lange nicht mehr gestorben. Dieses blöde Feuer. Das hat mir das Genicke gebrochen. So. Okay, Eroberungsschlacht, die können wir dann auch machen. Sehen lassen. Ha!
bin ich mal dran. Scheiße! So sieht's aus, mein Junge. So sieht's aus. So, Inventar, was haben wir denn da Schönes bekommen? Wir haben eine Hose bekommen, eine 32er. Jägerschaden, Attentatsschaden, die nehmen wir natürlich. Wir haben einen neuen Phobus bekommen. Ein braunes Pferd. Das ist eigentlich wurscht, aber... 34, 34... Kritischer Schaden... Ah, die wären natürlich gut hier. Müssen wir leider noch ein bisschen warten. Ah, hier haben wir Giftschaden drauf. Jetzt aber. Warte mal, der wäre weg. 90 Meter, den könnten wir eigentlich auch umlegen. Dann ist unser Kopfgeld auch wieder weg. Boah, da ist eine Festung drin. Ah, da gehen wir jetzt nicht rein. Nö, das machen wir jetzt nicht. Meine Lieblingssöldnerin kommt zurück. Sofanes Name ist auf der Liste. Doch es lief nicht so glimpflich. Verstehe. Manchmal muss Blut fließen. Du warst die Richtige für den Auftrag. Okay. Hat er nochmal eine Quest oder was? Nachdem du den Namen meines Freundes auf der Liste der Bürger gefälscht hast, gibt es noch etwas, das du erledigen musst. Wenn du mir vorher davon erzählt hättest, wäre es vielleicht schon erledigt. Vielleicht. Aber auf diese Art bekomme ich dich öfter zu sehen. Sag mir einfach, was du willst. Bedauerlicherweise macht Sofanes Name auf der Liste ihn noch nicht zu einem Bürger. Er braucht zusätzlich einen Bürgen, der seine Bürgerschaft bestätigen kann. Und du willst, dass ich diese Bürgen bin? Wenn es doch nur so einfach wäre. Nein, ich habe jemand anderen im Sinn. Einen außerordentlich attraktiven Mann namens Perus. Ich finde deinen attraktiven Bürgen. Perfekt, ich wusste, dass du mir helfen wirst. Wo finde ich Perus? Er ist oft beim Gerichtsgebäude auf der Ostseite der Agora. Und um was genau soll ich ihn bitten? Perus muss aussagen, dass Sophanes Eltern beide Athener waren. Wie du ihn dazu bewegst, ist deine Sache. Okay. Die Region Groß-Athen. Groß-Athen, du findest ihn auf der Agora im Norden der Münze von Athen. Ach du Scheiße, wo soll denn das sein? Zeug ist in Groß-Athen ist groß. Du findest ihn auf der Agora. Im Norden der Münze von Athen. Münze von Athen. Ach du Scheiße.
Ich habe keinen Plan, wo sie sein soll. Münze von Athen. Agora. Ticker. Na komm, ich würde sagen, ich renne hier jetzt einfach mal rum. Und dann sehen wir schon. Münze findest du im Norden der Münze von Athen. Der Bürger, da bist du ja. Was hat es mit der Münze auf sich? Ist irgendwo eine Statue oder so? Athener Agora, das ist anscheinend der Markt hier. Münze. Mal schauen. Keine Ahnung. Und den Mann findet Akib. Geh und sag Dion, dass ich ihm nichts mehr gebe. Wenn er mit mir reden will, dann soll er selbst kommen. Schulden interessieren mich nicht. Oh, was willst du denn dann? Es geht um einen Mann, der Bürger Athens werden will. Und du wirst für ihn bürgen. Ich? Warum? Weil Alcibiades sagte, dass du der Richtige dafür bist. Alcibiades? Der ist aber hartnäckig. Und wer ist der Mann, dem ich helfen soll? Sein Name ist Sophanes. Sophanes? Den Namen kenne ich gut. Aber ich helfe dir nicht, wenn es um ihn geht. Mir ist egal, was er getan hat. Du hilfst mir trotzdem. Ich helfe keinem, der seine Männer für Geld an den Feind verriet. Und das solltest du auch nicht tun. Ein Mann wie er verdient nicht zu leben, geschweige denn Bürgerrechte zu erhalten, wie der Rest von uns. Ach. Hör zu, es ist nicht deine Schuld. Du hattest keine Ahnung, aber jetzt weißt du es. Du wirst ihm helfen. Du hast nur die Wahl, wie blutig du dabei sein willst. Oder ich gehe zu Dion und frage, was er mir zahlt, wenn ich deine Schulden bei ihm eintreibe. Du kannst mir nicht drohen und erwarten, dass ich dir helfe. Das bereust du noch. Was? Hör mir so, Schatz. Es reicht. Ich tue, was du verlangst. Nach allem, was Sophanes getan hat, bekommt er eine zweite Chance. Sophanes darf nicht erfahren, dass ich beteiligt war. Okay, kehr zu Alcibiades zurück. Alkia. Da müssen wir mal die Fäuste sprechen lassen, dann läuft es. Du bist zurück. Sokrates offenbar auch. Genau wie du bekommt er einfach nicht genug von mir. Es gab doch keine Probleme. Nein, ich musste nur ein bisschen nachhelfen. Ach, das hatte ich befürchtet. Tja, du hast das Richtige getan. Du hast mir etwas vorenthalten. Und es wäre schön gewesen, davon zu wissen. Ich glaube, Menschen wie Sophanes verdienen eine zweite Chance. Ich dachte nicht, dass dir das etwas ausmacht. Lass mich nächstes Mal selbst entscheiden, was mir etwas ausmacht. Verstanden. Dann werde ich Sophanes Bericht erstatten. Tun schlechte Bürger nicht schlechte Dinge und gute Bürger gute?
Kann man überhaupt wissen, ob jemand gut oder schlecht sein wird, ohne ihm eine Chance zu geben? Niemand bleibt ein Leben lang gleich. Ein schlechter Mensch kann sich bessern. Doch ist es nicht umgekehrt genauso? Oh, der redet immer so komisch. Ein Mensch, den man für gut hält, kann ein schlechter Mensch werden. Woher weiß man, wie sich jemand heute verhalten wird, geschweige denn morgen? Gar nicht. Wenn ich eins gelernt habe, dann, dass Menschen unberechenbar sind. Das macht mir meinen Beruf so schwer. Wenn das, was du sagst, stimmt, können wir nur hoffen, dass ein Mensch gut sein wird. Oder das Risiko minimieren, indem wir Menschen wie Sophanes keine Chance geben. Ich frage mich, ob schlechte Taten gute aufwiegen oder gute Taten schlechte. Darüber sprechen wir vielleicht ein andermal. Der redet ein Zeug. Den Göttern sei Dank. Okay, gut, abgeschlossen. So, okay, dann geht's weiter. Den lassen wir jetzt erstmal. Komm, wir bezahlen das Kopfgeld. 410. Nee, bezahlen wir noch nicht, weil wir nicht wissen werden, haben wir hier gleich wieder ein Kopfgeld und dann ist es wurscht. Befehlshaber, Polymachen, Fangbefreiung. Hier freut sich keiner, mich zu sehen. Läuft. Machen wir das doch mal. Alter! Alter! Where are my weapons? My weapons, please. Einmal. Und zweimal. Ich schon, hm? Wir rammeln das Ganze, die Festung hier weg. Alter, wie groß ist das Lager?
So, läuft. So, was wollen wir denn jetzt hier noch alles? Polymach ausschalten, Gefangene befreien, Schatz plündern. Okay, Gefangenen. Was ist denn da oben? Ganz was anderes. Dann gehen wir in die Richtung. Ist hier noch was? Nicht so aus. Okay. Schatz plündern. Stirb, du elendiges Vieh! So, fertig! Yeah, fertig! So, wo ist denn jetzt hier die Schlacht verfügbar? Wir gehen mal weiter hier hoch. Müsste diese Richtung sein. Oh, jetzt kann man hier rüber, oder was? Ernsthaft? Das Gebiet wird sicher gut verteidigt. Nein, oder? Du Schwein! Na? Sorry, baut mir gerade im Weg.
So, was haben wir da oben Schönes? Altar der Liebe. Okay. Okay, das ist der Schatz, okay. Denn jetzt noch hier? Alter. Okay. Geht's noch richtig weit rein, hä? Heftig. Heilige Ebene der Dithymäa. Ich würde sagen, wir gehen dann hier rein. Brauchen wir jetzt noch 8 Kultisten für zum Speer verbessern. Wenn wir den verbessert haben, können wir auch endlich die Skills mal komplett ausgehen, was wir bis jetzt angefangen haben. Aber das dauert noch ein bisschen, glaube ich. Es regnet schon wieder in Athen. Können wir die wenigstens Gebiet ein bisschen erforschen? Historischer Ort entdeckt. Eloises, welche großen Mysterien verbirgst du vor uns? Ein
plündern. Du bist mir nicht gewachsen. Epic! Geil! Oh, aber nur leider 31. Scheiße. Schade. Können wir uns aber gleich mal anschauen. Dolchschaden, Attentatschaden hoch. Geiles Ding, aber hilft leider nicht. Und jetzt halt besser ausgerüstet. So, gehen wir weiter hier hoch. Da oben ist dann eh schon das neue Gebiet. Hier wäre die Questgeberin. Aber da warten wir noch. Ich würde sagen, dass wir hier das Artikel mal ein bisschen abschließen. Also so weit, wie es halt geht. Ich weiß nicht, ob wir hier alles schaffen werden. Aber so... Wäre schon cool, wenn wir da ein bisschen mehr abschließen könnten. Da wird es aber bestimmt noch ein, zwei Folgen brauchen, bis wir die Fragezeichen weg haben. Ah, da haben wir eine Kammer wieder. Da können wir wieder Siegel holen. Oder? Drachmen Ziegenkäse? Was ist das hier? Wir zählen. Das ist ja gar nichts. Hier ist nur Ziegenkäse drin. Okay. Ich hätte gedacht, da gibt es wieder so einen Fähigkeitspunkt. Aber nur gut. Hier gibt's was, oder? Ja. Hier gibt's was. Hier muss ich wieder mit den Schlangen aufpassen. Da ist schon eine. Einiges Vieh stirbt. Was ist denn für einer hier? Das ist ein Baum, Paul. So, hier ist sonst nichts. Hier geht's noch mal rein.
Da wäre ein Durchgang. Wir gehen erstmal hier rein. Ja, einmal nicht gebissen werden, wenn es geht. Nicht mit mir. Gibt's aber auch viel, was nur Crap ist. Wirklich. Eine Bitch. Hier sind wir vorher durchgegangen. War das praktisch nur ein Shortcut? So, jetzt können wir die nochmal da reinschieben. So, das reicht schon. Jetzt können wir hier auch weitergehen. Oh, hier müssen wir schnell rüber. Haben wir hier schon? Nee, waren wir da nicht. Immer so leicht übersehe. Ah, da ist er. So, da ist unser Shortcut. Oben haben wir noch eine schöne Truhe. Wahrscheinlich ist da wieder eine Schlange davor. Schöne Stiefel. Können wir gleich mal anschauen. Wir haben aber weniger Attentatschaden. Ne, 2000, das lassen wir. Snacken wir hier noch weg. Zucker Burton. Und snacken die noch. Und holen uns unsere Stiele. Sehr schön.
irgendwo so eine Falle hier, oder? Ne, da hinten ist ein Durchbruch, glaube ich, sehe ich. Warte mal, ich will lieber. Ja. Was ist denn, wenn wir einen Bogen drauf schießen? Dann geht's gleich kaputt. Das ist auch eine Möglichkeit. Sind wir denn hier lang? Wo sind wir denn hier? Sag jetzt nicht, wir sind. Wir waren doch hier schon, oder? Sind wir ein ganz schön Stückchen gegangen, ey. Okay, gehen wir wieder lang. Da geht es jetzt in das neue Gebiet hoch, da werden wir aber noch nicht hin. Das machen wir dann später. Jetzt haben wir erstmal. Wir schauen, dass wir vielleicht auf 35 oder so kommen, dass wir dann mit der Hauptstory weitermachen. Aber es bietet sich halt an, dann können wir hier halt so ein bisschen fertig machen, das Gebiet noch ein bisschen erkunden. Und genau wegen so einer Stelle oder Stille können wir dann halt, wo sind wir denn jetzt? Können wir halt auch dann Fähigkeitspunkte sammeln. Weil spätestens wenn wir Speerstufe 5 haben, Leute, dann brauchen wir die sowieso. Und zwar richtig viel. Das ist, glaube ich, wird noch dauern. Hier ist eine kleine Festung. Oder ein Lager. Eher ein Lager. Sehr gut, wenn ich die von hier gleich snacken könnte. Ja, kann ich sogar. Zu weit gedreht!
Greif an, komm. Segelunfall. Haben wir den gesnackt? So, haben wir. Zwei Schätze noch. Und hier ist einer. Und einer wird dort oben sein. Ja, sehen schon. Eigentlich immer die gleiche Position. Die denn? Tag. Eingang zur Unterwelt. Neuer historischer Ort. Cool. Wahrscheinlich muss ein Alpha-Tier erledigen. Wow. Anführer der Sippe töten, Schatz plündern. Okay, ich glaube, es wird interessant. Jetzt rieb ich mal auf, wenn es hier zwei Wege gibt. Boah, hier geht es dann nochmal runter. What the fuck? Okay, wir gehen erstmal hier lang. Hier gibt es anscheinend nur Steine und sowas. Spielen wir mal hoch nochmal, ja. Okay, dann heißt es runter. Ja, ich weiß, dass ich einen Fähigkeitspunkt nicht vergeben habe und ich will den auch noch nicht vergeben. Thank you.
Wie ist so vorbei? Hier war doch gerade noch einer, oder? Hinten rennt einer rum. Ja, wo rennt denn der lang? Geht's hier unten noch weiter, da hinten vielleicht? Ah, okay. Dunkel ist gar nicht so einfach. Oh, schön Helm, aber der ist auch schlechter. So, wir brauchen jetzt noch eine Truhe. Oh, man sieht hier so schlecht hier drinne. So, warte mal. Ja, wir brauchen noch einen Schatz. Ist ja aber nicht, oder? Ich könnte höchstens noch mal in das andere Wasser schauen. Hier gekommen. Könnten höchstens hier nochmal tauchen.
Ah, da ist er schon, ja. Okay. So, sehr schön. Wie kommen wir jetzt wieder hier raus? Rausklettern, das kann ich mir fast nicht vorstellen. Was haben wir auf der Karte? Können wir vielleicht irgendwo hinporten? Ja, wir könnten eigentlich schon wieder. Was ist denn hier? Ah, okay, wir könnten schon wieder zurückporten und dann halt uns wieder hier hochkämpfen und hier entlang. Das würde ich sagen, Leute, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder einschaltet und ja, lasst mir doch ein bisschen Support da. Gut, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und bis dann, ciao, ciao, euer Andi.